Sie sehen aus wie Turnschuhe, aber dann rollen sie los und sind kaum aufzuhalten. Wie die warmen Semmeln verkaufen sich zurzeit die rollenden Turnschuhe, sagen die Verkäufer. Daniel will auch welche. Hallo. Alex und Nikolaus haben schon welche. Jetzt ist schon länger, Siege. Ja. Jetzt kennst du das schon. Wie lange hab's nicht so gebraucht, das zu lernen? Zwei Wochen. Könntest du mir da ein paar Tipps geben oder ein bisschen helfen? Ja, auf die Zirkelspitze rennen und dann ein bisschen rollen, auf die Kasteln heben und ein bisschen rennen. Gewicht gehalten, oder? Ja. Der Unternehmer Roger Adams war nicht nur erfinderisch, sondern auch clever. 77 Patente meldete er auf seine Heelys an. Er produziert in Asien und startete im Jahr 2000 einen gigantischen Werbefeldzug. Weltweit wurden inzwischen 9 Millionen an Heelys verkauft und das Unternehmen ging an die Börse. Eine eigene Szene ist dabei, sich zu entwickeln. Man kann sagen, es wird ein neuer Trend. Das heißt, man sieht jetzt ganz stark, die Zielgruppe ist sicher 8- bis 14-Jährige. Man sieht eine Tendenz jetzt auch in die Oberschulen, dass es kommt. Und toll ist einfach, man hat den Schuh auch schon bei verschiedenen Musikvideos gesehen. Das heißt, es wird einfach eine neue Linie geboren mit dem und man spricht einfach eigene Leitern. Der Clou ist einfach der schnelle Wechsel vom Laufen zum Rollen, sagen die Fans. Mir gefallen sie, weil der Rollen nur unten oben sein. Und dass man schneller ist und ja. Dann, wenn du etwas tun musst, dann habe ich selber schneller zusammen. Es fährt sich zwar nah am Boden und ist deswegen laut Hersteller nicht gefährlich, aber doch empfiehlt sich ein Helm. Alex weiß, worauf zu achten ist. Man muss aufpassen auf die Löcher und auf nicht in der Luft schauen, sich konzentrieren und alles ein bisschen. Fußgänger sind überrascht. Ich habe gedacht, die rutschen auf den Absätzen und nicht auf Rollen. Und das ist völlig neu für mich. Und da denke ich, frage ich sie mal. Und da haben sie mir gesagt, es sind Rollen. Und dann habe ich mich sofort nach dem Preis erkundigt. So 60 bis 80 Euro. Und wie gesagt, da ich selber Enkel habe, dachte, es wäre doch mal ein schönes Geschenk wieder. Im Handumdrehen ist man wieder bodenständig. Die Rolle ist schnell ausgeklickt und dann sind die Heelys ganz normale Turnschuhe. Aber wer will die schon, wenn es rollt und rockt?